Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die goldene Edition. Wir sind hier in Teak City im Tanztheater. Und ich hoffe, euch hat in der letzten Folge hier der Kimono-Tanz gut gefallen. Bis auf die Linky haben wir eigentlich uns alle angesehen. Ja, irgendwie mal mit den Leuten hier. Die Kimono-Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren. Und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Ja. Eine hübsche, mit Blumen dekorierte Tafel. Ja, ist auf der Rückseite etwas? Nein, von der Seite? Nein. Okay. Ein Rizeros. Jetzt bin ich beim letzten Mal einfach hier hochgegangen, Leute. Dabei hätten wir auch unsere Schuhe hier irgendwo ausziehen müssen. Naja. Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Junge, wenn du alle Kimono Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Challenge accepted. Dieser Mann hat immer sein Rizeros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa ein Monosynchron-Schwimm-Pokémon zu besitzen? Ist hier irgendwo eine Tür, durch die wir durch können? Oder ist das... Ich glaube nicht. Okay, fangen wir mal von links her an, Leute. Kimono Girl Edith möchte kämpfen, besitzt ein Pokémon und schickt Flamare in den Kampf. Uff. Level 17 männlich. Da können wir Tanzer nicht kämpfen lassen, Leute. Hubbelupf aber auch nicht. Ist ja. Hubbelupf war. Pflanze, ja? Pflanzeflug, genau. Myrapla eigentlich auch nicht. Das heißt, wir müssten Vati, Igelava oder Visenior kämpfen lassen. Dann lassen wir mal Visenior kämpfen, Leute. Ist doch egal. Ein Igler wird uns hier nichts bringen, also Karzfurie. Ging daneben. Beim zweiten Sandwirbel würde ich Visenior wechseln, Leute. Zwei Treffer, dann sollte jetzt ein Zerschneider reichen. Ja. Tanzer erreicht, Level 18, juhu! Kimono Girl Edith wurde besiegt. Oh, du bist sehr stark. 1224 Pokédollar erhalten, dein Teil nach Hause geschickt. Das war ein toller Kampf. Ich würde dich gerne mal wiedersehen. Ich tanze immer mit meinem Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Kimono Girl Keiki möchte kämpfen, besitzt ein Pokémon und schickt Psyana in den Kampf. Das kennen wir noch nicht, Leute. Das ist aus der zweiten Generation. Super. Psycho. Können wir vielleicht besiegen? Machen wir mal Kopfnuss. Psycho war ja stark gegen Pflanze. Ich glaube nicht, dass es gegen... Uff. Käfer auch stark ist. Wir müssen wechseln. Stark gegen Pflanze, fallen die beiden weg, dann machen wir wieder Visenior. Kerzfurie.
Nur 2 Treffer. Das ist immer wieder schade. Zerschneider. Kimono Girl Keiki wurde besiegt. Oh, beinahe! Fast hätte ich dich gehabt! 1224 Pokédollar erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Rhythmus ist nicht nur zum Tanzen, sondern auch für Pokémon wichtig. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Oh, ein Pokémon-Kampf? Ja, ein Pokémon-Kampf. Kimono Girl Linda möchte kämpfen, besitzt ein Pokémon und schickt Nachtara in den Kampf. Los, Tanzer! Nachtara ist Unlicht. Ich habe keine Ahnung, ob Unlicht jetzt stark oder schwach gegen Käfer-Pokémon ist. Wisst ihr was? Wir machen einmal Schutzschild. Okay, machen wir einmal Kopfnuss. Jetzt kommt die Verfolgung. Uff. Gut, Tanzer darf nicht mehr kämpfen. So, aber Unlicht. Ich glaube, da können wir Hubbelupf kämpfen lassen. Tatsächlich weiß ich gar nicht, gegen was Unlicht alles effektiv ist und umgekehrt. Da es ja in der zweiten Generation erst neu hinzugefügt wurde und ich aber wegen dem Nuzlocke voll auf die erste Edition getrimmt bin, deswegen keine Ahnung. Aber wir werden sehen, Leute. Erstmal Lockduft. Was ich weiß, ist, dass Nachtara kein Gift-Pokémon ist und vergiftet werden kann. Tackle! Also Tackle, Routenschlag, Verfolgung und was ist das vierte? Besiegt. Kimono Girl Linda wurde besiegt. Ich habe keine Pokémon mehr übrig. 1224 Pokédollar erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Julian ruft an. Linda, guten Abend. Ich bin's, Julian. Hast du eine Minute Zeit? Willst du kämpfen? Es wird nicht so wie das letzte Mal sein. Dies ist der Ort, an dem du mich findest. Route 30. Bis später. Leute, wir sind in Folge 99. Ich muss da Schuhe anziehen. Ich muss da jetzt hin, Leute. Aber ins Pokémon Center gehe ich noch schnell. Halt das linke war's. Wir machen mit den Kimono Girls dann vermutlich weiter, wenn es... wenn in Folge 101... Wobei es aber darauf ankommt, wie schnell ich jetzt bei Julian bin und wie schnell ich wieder zurückkomme. Ich glaube, ich möchte hier durch. Ja, genau. Ein Damm hier, Plex. Level 15 mal B. Ich habe übrigens noch 8 Minuten, um zu... bevor die Folge auswerden kann. Das heißt, ich habe noch 13 Minuten Zeit, bis sie aus sein muss. Oder soll, sonst gibt es Überlänge. Tanzer erreicht Level 19. Juhu!
Dann können wir Tanzer und Myrapla gleich mal tauschen. Hallo Julian! Ich habe schon auf dich gewartet. Los geht's! Teenager Julian möchte kämpfen, besitzt ein Pokémon und schickt Radfratz in den Kampf. Level 15. Hat sich also nicht verbessert bisher. Okay. Myrapla, Lockduft! Und Giftpuder. Und dann Absorber. Das tat weh. Volltreffer, ja! Gut gemacht, Myrapla. Myrapla erreicht aber 19, juhu! Teenager Julian wurde besiegt. Ah, ich habe keine Pokémon mehr. 240 Pokédollar erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Ich melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Ja Leute, dann habe ich jetzt noch 5 Minuten Zeit, um zurück nach Teak City zu kommen. Dann können wir die Kimono Girls doch noch weitermachen. Ein Huthut. Level 15 männlich. Leider ist Schnabel effektiv Flug effektiv gegen Pflanze, also werden wir das nicht kämpfen lassen. Hubblepuff auch nicht. Ja, dann Vati. Donnerschock. Dann können wir auch noch kurz ins Pokémon Center gehen. Die Zeit haben wir tatsächlich. So, bevor es jetzt aber hier weitergeht, Leute, möchte ich kurz zum Pokédex. Denn wir haben ja jetzt neue Pokémon gesehen. Hier, Psyana und Nachtara, Leute. Die gibt es leider nirgends.
Und nach Tara leider auch nirgends. Ist aber auch klar, entwickelt sich aus Evilly, kann man so nicht fangen, leider. Naja. Oh, du bist ein süßer Trainer. Willst du kämpfen? Ja, möchte ich. Kimono Girl Wilma möchte kämpfen, besitzt ein Pokémon und schickt Aquana in den Kampf. Los, Myrapla! Lockduft! Und Giftpuder. Nur für wegen Sandwirbel, Leute. Und jetzt mit Absorber besiegen als Wasser-Pokémon sollte das relativ gut Schaden verursachen. Oder auch nicht, obwohl sie sehr effektiv ist, ist die Attacke sehr einfach zu schwach. Selbst einfach zu schwach. Aber dann hilft Gift ja doch recht gut. Und da ist das Aquana besiegt. Super, gut gemacht, Myrapla. 714, das war fast das gesamte Level. Kimono Girl Wilma besiegt. Du bist stärker, als du aussiehst. 1224 Pokédollar erhalten und Teil nach Hause geschickt. Ich habe viel trainiert. Also dachte ich, ich wäre gut. Aber ich bin es wohl nicht. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Kimono Girl Lore möchte kämpfen, besitzt ein Pokémon und schickt Blitzer in den Kampf. So, Blitzer, Elektro sollte gegen Pflanze normal effektiv sein. Also einfach Lockduft. Sandwirbel, nein! Hoffentlich trifft der Lockduft. Ja, das gleicht es wieder aus, Leute. Ich sehe jetzt, ich treffe zwar, meine Genauigkeit sinkt, aber der gegnerische Fluchtwert sinkt auch. Das heißt, es gleicht sich eigentlich 1:1 aus, würde ich jetzt behaupten. Fast. So, Absorber ist jetzt leider nicht mehr. Okay, zweiter Sandwirbel. Aber da es sich ausgleicht, Leute, würde ich trotzdem weiterkämpfen. Und durch das Gift hat Myrapla eigentlich eh schon gewonnen. Also auch trotz mehrfacher Sandwirbel, ich werde Myrapla nicht austauschen, Leute. Myrapla erreicht Level 20, juhu! Kimono Girl Lore wurde besiegt. Oh, du kennst dich auch gut mit Pokémon aus. 1224 Pokédollar und ein Teil nach Hause geschickt. Ich werde nicht aufhören zu tanzen, solange es Leute gibt, denen ich dadurch Freude bereite. Auch meine Pokémon unterstützen mich dabei. So, was kriegen wir jetzt von dir? Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben, nur zu, nimm es ruhig. Mindelt VM03, juhu! Das ist, glaube ich, Surfer. Das ist Surfer. Damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Und jetzt sagt er einfach nur das Gleiche, oder?
Ja. Leute, wir haben endlich jetzt habe ich vergessen, die Schuhe auszuziehen. Egal. Wir haben endlich Surfer, Leute. Das können wir einem Pokémon beibringen. Wurde sogar richtig einsortiert. Gefällt mir. Eine starke Wasserattacke. Habe ich überhaupt ein Wasser-Pokémon dabei? Ich glaube, das kann niemand lernen hier, Leute. Das würde ich noch kurz machen, Leute. Könnte hier jemand Surfer lernen? Wie, Senior kann Surfer lernen? Okay, Leute. Okay. Akzeptiere ich. Wir haben Wiesenior sowieso wegen Zerschneider fast die ganze Zeit dabei. Dann von mir aus machen wir Wiesenior zum VM-Sklaven. Kann Wiesenior auf Blitz lernen? Nein, das nicht. Okay, ja Leute, das... Aber irgendwie, ich finde es auch irgendwie blöd. Ich würde Surfer lieber einem Wasser-Pokémon beibringen und nicht Wiesenior. Andererseits, es wäre praktisch. Wisst ihr was? Die Entscheidung hebe ich mir auf für Nachfolge 100. Wenn ich nicht aufpasse, ist die Folge eh gleich in die Überlänge. Ja, eine Minute habe ich noch. Sonst wird das Überlänge. Also Leute, wir haben Surfer. Ich find's toll. Das heißt, wir können dann beim nächsten Mal, wenn wir Teak City durchhaben. Ich möchte das Teak City durchmachen, Leute. Dann können wir uns alles bisherige, wo wir waren, nochmal umsehen. Und noch mehr erkunden. Wird toll. Gut, Leute, dann sehen wir uns morgen in Folge 100. Ciao.